Geld einführen oder Zahlungsart wählen. Vorgang an der PIN-Tastatur beenden. So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der kältesten Stadt der Welt. Wien ist so verdammt kalt, ich kann nicht mehr. Es ist so unmenschlich kalt. Was aber mich nicht trotzdem aufhält. Was mich aber trotzdem nicht aufhält, mit euch zusammen Burger essen zu gehen oder Sachen zu unternehmen. Und mir hat jemand geschrieben, er kennt einen krassen Burger. Er hat gesagt, wow, das könnte vielleicht der beste sein. Und den werden wir jetzt zusammen probieren gehen. Mal wieder. Ich freue mich drauf. Viel Spaß in diesem Video. Yalla, yalla. Was geht? Alles gut bei dir? Alles fit? Randy freut mich. Hallo. Na, was geht? Alles fit? Dir, ja. Super bei dir? Alles super. Wie heißt du, Bro? Luki. Luki? Luki, servus, ja. Ich bin André. André? Ja, ja. Was für ein Landsmann bist du? Österreicher. Österreicher, komplett? Ja, ja. Komplett. Ah, okay. Warum schreibt man mit Apostroph? Französischer Name. Ah, geil. Geil, okay. Sagst du, es ist der Beste so, den du jetzt hier in Wien gegessen hast? Gegen was kein Vergleich? Gegen Food Brother kein Vergleich. Also schlechter? Na, viel besser. Viel Alles saftiger klar. Auch. Okay, Leute, also ich habe es auf jeden Fall am Anfang falsch gesagt. Es ist nicht mehr in Wien, es ist Niederösterreich, gell? Ja, ja. Schwächert heißt es hier. Die Jungs sagen auf jeden Fall, dieser Burger ist krasser als Food Brother. Food Brother hat mich schon getaugt, muss ich sagen. Das aber heißt, viel heftiger. Ja, ich finde schon. Finde ich schon auf jeden Fall. Viel mehr Geschmack und viel mehr Liebe zu bewerten auch, finde ich. Dann let's go. Du wirst es auch schon riechen, wenn er den Burger macht. Ja? Ja, okay, krass. Geil, ich freue mich. Also da, das Fleisch sticht ärger heraus. Geil, wie es hier aussieht, wo der Laden einfach ist. Ja, schon ja. Böse versteckt auch, ja? Das auch, ja, aber du kannst hier sitzen, weißt du, hast Überdachung auch. Hast schon alles gegessen? Ja. Was hast du gegessen? Cheeseburger habe ich gegessen bis jetzt und Chickenburger, glaube ich, aber. Okay. Also es gibt auf jeden Fall eine dicke Auswahl. Cheeseburger, Baconburger, Chickenburger, Chiliburger, Black Magic und Black Veggie. Die Preise sind also mehr als human, sage ich ehrlich, wie es ist. Unter 10 Euro kriegst du den teuersten Burger. Getränke gibt es, was ist das, Monatsburger? Burger di Tonno, also wahrscheinlich ein Burger mit Thunfisch. Süßkartoffelpommes, Crispers. Crispers sind krass. Was sind das einfach? Das so Gitterkartoffeln? Na, ein bisschen so eingeschnittene, aber schon so, schon komisch aus, aber schmeckt krass. Okay. Bitte, sehr guten Appetit. Dankeschön. Mahlzeit. Mahlzeit, danke. Ciao. YouTube Videos, ja. Die Jungs haben mir den Burger hier empfohlen. Testen wir mal eure. Schauen wir mal, wie gut der ist. Bist du aus Deutschland? Ja. Hört man kaum, oder? Wo? Sachsen? Nein. Nee, München. München? Ja. Bei unserem Freund haben wir gestern, ja. Die Jungs hatten wir angefragt, ob wir also eine Streetfood-Tour mitmachen durch Deutschland. Und da haben wir sie nachher entschlossen für zwei. Das eine war bis am Starnberger See. Ja. Die Badewanne von München. Und auf Reute. Ist zwar in Österreich. Mhm. Und für das haben wir sie nachher entschlossen. Und dann hat er uns zurückgeschrieben und geschrieben, nein, er hat schon genügend Burger. Ah, okay. Aber wir haben zurückgeschrieben, naja, wir hassen weder Nudelzauberei noch Palatschinkenzauberei, wir hassen Burgerzauberei. Ich meine, dass man einen Burger macht, sollte man eigentlich. Ja, sollte man leicht verstehen, ja. Eigentlich, ja. Einen Cheeseburger nehmen wir auf jeden Fall. Ich mache einen Cheeseburger, Black Magic. Aber ich kann den Black Magic in ein weißes geben. Mm. Das Brot ist schmeckt schwarz. Eh gleich eigentlich. Ich, da ist ja nur das Brot aus. Und ja, schon ein paar Burger gegessen. Ich sag Tiefkohle, schmeckt gleich. Ja. Ja, machen wir ja. Ich nehme deinen Cheeseburger, aber bitte nur mit Fleisch, Doppelkäse, Salat und Soße bitte. Fleisch, Doppelkäse, ohne Paradies, ohne Gurken. Genau. Hätten wir zusammenräumen müssen. Nee. Das machen das die anderen auch nicht? Ja, ich glaube, es ist einfach cooler, wenn man so sieht, wie es immer ist. Wie es immer ist, gell? Ja. Da, wo Burger gemacht werden, da ist auch ein bisschen Fett, da ist auch ein bisschen Öl. Also Freunde, ich muss ja schon mal ehrlich sagen, okay, für das, dass die Leute immer sagen, so in Österreich, die Menschen sind so unfreundlich. Man muss einfach nur wissen, mit den Leuten zu reden. Super nette Jungs, die da drin stehen, ja, die haben Bock, Burger zu machen. Wir haben eigentlich auch eine ziemlich große Auswahl, muss ich sagen, so was es da an Burgern gibt. Vom Pulled Pork Burger, vom Pulled Pork Burger bis zum Thunfischburger. So. Weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Thunfischburger essen muss, aber man kann ihn bestellen, wenn man ihn möchte. Die stehen hier auf so einer kleinen Fläche, sieht aus wie, ich würde sagen, so ein bisschen wie so ein Bauernhof oder so. Direkt an der Hauptstraße. Du hast so eine überdachte Sitzfläche und wir befinden uns halt nicht mehr in Wien, sondern in Niederösterreich. Ich wohne im Zentrum und von mir hat es 15 Minuten gedauert, hierher zu fahren. Das kann man noch als Wien zählen. Ab 6 Uhr auch mal auf. Die Jungs haben halt gesagt, euer Burger ist sehr, sehr geil. Die haben gesagt, sehr, sehr gut. Deswegen, wenn er jetzt sehr, sehr gut ist, dann sollte man eigentlich schon einen Grund finden, sich in Wien hinzustellen. So.
Ja, finde ich schon. Benutzt ihr bestimmtes Fleisch, besonderes Fleisch? Vom Berger aus Österreich. Okay. 100% Rindfleisch. Okay. Wir werden das doch verfeinern. 5% Fett. Mhm. Verfeinern mit unserer Mischung. Ja. Und damit die Bettes. Also ihr achtet schon darauf, dass ihr qualitatives richtig Fleisch habt. Genau. Okay, was für Buns benutzt ihr? Was für wir verwenden die Buns aus einer kleinen Bäckerei aus der Slowakei. Ja. Die werden immer frisch geliefert. Okay, okay, steht okay für höchste Qualität, besten Geschmack. Kann man nur empfehlen. Sehr schön. Das ist wirklich, weil die liefern jetzt ganz noch. Ja. Das ist der Black Magic, oder? Richtig, genau. Ja. Hausgemachter Cumberland-Soße. Was ist Preiselbeer, das? Preiselbeer, okay. Rotwein. Ah, okay. Guten Appetit. Wird auch Speck ist auch drin? Ja. Speck ist drin, ne? Sieht auf jeden Fall sehr saftig aus. Cheeseburger ohne Gurke, ohne Paradeiser, extra Käse. Und normaler Cheeseburger. Normal. Mahlzeit, guten Appetit, Busch. Danke, wir sitzen eh da drüben. Ja. Habt ihr aber Hunger mitgebracht eigentlich? Ja, das Hunger auf jeden Fall. Okay, Leute. Auf jeden Fall Andrei, dann sagt man Andrei, gell? Wenn Andrei. Andrei? Okay. Ja. Die Jungs haben, oder besser gesagt, du hast mir gesagt, es ist ein sehr, sehr guter Burger. Du sagst, er ist sehr gut, egal ob er besser ist als alle anderen. Wir probieren den jetzt einfach. Das Fleisch sieht gut aus. Tomatenscheibe haben wir drin, Salat, zweimal Soße und Käse. Ich würde sagen, guten Appetit, Bro. Guten Appetit, Bruder. Der tropft auf jeden Fall. Schmeckt er so wie gestern. Ich wollte nur kurz sagen, die Jungs sind gestern noch mal extra hierher gekommen, weil ich gesagt habe, ja, wir können den essen gehen, damit der auch wirklich gut ist, gell? Und? Also pass auf, das schmeckt mir gar nicht. Spaß. Was ich sagen muss ist, das Fleisch ist wirklich stark. Das Fleisch kommt richtig gut raus. Die Soße ist vielleicht... Da ist ein bisschen zu viel Soße drauf. Ja. Das Brot könnte man besser machen. Da braucht man gar nicht reden. An sich ist dieser Burger aber wirklich ein guter Burger. Jetzt darfst du probieren, Bro. Ich will dich nicht warten lassen, es ist kalt, hä? Der Bro ist auch hungrig gewesen. Wie gestern, ne? Mhm. Richtig saftig. Du hast auch gestern, du hast so eine Spezialbestellung, hä? Was ist deine Spezialbestellung? Ich habe nur Fleisch, Salat, Soße und Doppelkäse. Ah, okay. So kommst du mich am besten. Genau. Ja. Ich weiß nicht, Bacon hat so eine Süße, die mir nicht schmeckt. Mhm. Also ich esse auch Schweinefleisch und so, das ist mir voll egal, aber Bacon ist nicht so meins. Nicht so deins, okay? Ja, nicht, weiß ich nicht. War das schon meins, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja, deftiges Essen oder was? Mhm. Ja, also Bacon und Eggs in der Früh schon, kann schon geil kommen. Kann schon, ja. Das Fleisch ist geisteskrank. Das Fleisch ist heftig. Krass, ja. Wow. Die müssen nur ein paar Einzelheiten noch. Ja, genau. Mhm. Aber das habe ich hier auch gesagt. Die Soße vielleicht ein bisschen verbessern. Der Burger ist halt eine Sauerei zu essen. So ein bisschen sollte er schon zusammenhalten. Keine Ahnung warum. Vielleicht finden die das unfreundlich. Wichtig. Feier ich. Bist du gerne Soße zu Pommes? Nee, ich nicht. Er ist immer so mit Salz. Ich glaube auch wirklich so, ich bin absoluter Kartoffelliebhaber. Chips, Pommes, alles was du mit Kartoffeln machst. Kartoffelpüree ist auch geisteskrank. Aber ich muss schon sagen, irgendwie hat es was hier zu sitzen einfach. Es ist arschkalt so, aber es juckt einfach nicht. Das stimmt, ja. Ja, ist egal. Wenn es jetzt Sommer wäre, wäre noch krasser, weiß ich. Dann würde Sommer man... ist geil hier, ja. Wie lange gibt es die schon, weißt du das? Seit Corona. Ah, okay, stimmt, hatten sie gesagt. Ich mag es auch, die haben Charakter, die Jungs so. Ja, man kann cool mit denen quatschen, weißt du, ich meine? Also was ich auf jeden Fall noch mal hier sagen muss, Leute, ist, wenn ihr euch das Fleisch anschaut, ja, das ist also auf jeden Fall nicht gesmashed, was aber dadurch sehr zart ist im Biss. Ihr merkt, dass das Fell zerfällt von alleine. Geschmacklich ist das Fleisch wirklich sehr, sehr gut. Also das 1A, du sagst es, 1A. Die Qualität von dem Fleisch ist super. Die Konstruktion vom Burger kriegt auf jeden Fall einen Minuspunkt von mir, weil natürlich der zerfällt ein bisschen. Jetzt sitzt man natürlich auch mit kalten Händen hier draußen. Geschmacklich, wenn es ein bisschen weniger Soße wäre, noch so ein bisschen Feintuning, wäre das ein... Strammer Burger. Es ist jetzt schon ein guter Burger. Das will ich nicht sagen, dass der jetzt nicht gut ist. Wo kann man jetzt hier Hände waschen? Also ihr müsst euch überlegen, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ja. Hier ist so ein altes Gebäude, da stehen die Jungs. Und hier gibt es eine Toilette und man kann Hände waschen. Das ist schon 10 von 10.
okay. Aber eigentlich? Eigentlich schon, ja. Die Leitung ist abgedreht. Ja, ja, weil die Leitung sonst gefriert. Das ist ein älteres Gebäude. Aber eigentlich kann man Hände waschen. Wir haben hier auf jeden Fall von Mind Refreshing Drink, eine Geschmacksrichtung Zitronenmelisse. Ich denke mal, es ist ein Energy Drink, oder? Ja, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Haben die Jungs gesagt, hey, kannst du den einbauen in dein Video? Ich habe gesagt, ja, probieren wir jetzt mal. Das ist auf jeden Fall nicht der geilste Moment. Alter, meine Hände, Bruder. Soll ich dir auch? Ah, ich bin immer noch schwarz, weißt du, was ich meine? Auch wenn ich Deutscher bin, aber es ist kalt. Schmeckt nach einem gesunden Energy Drink. Zu gesund. Ah, kalorienarmes. Okay, also kein Zucker drin. Doch 4,3 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Naja, ist jetzt nicht mein Favorite Drink. Ja, nicht so. Vielleicht so Alkohol, so, weißt du? Ja. Irgendwas so dazu. Willst du probieren? Also nach Energy, finde ich, schmeckt es gar nicht eigentlich, ja, um ehrlich zu sein. Aber vom Geschmack ist nicht so aufregend, aber ja, ist okay. Ist okay, man kann es trinken. Hotline 5, das ist ein Burger. Ja. Und der ist im 10. Bezirk und der ist jetzt, ich weiß nicht, ob der neu ist, ich glaube aber schon. Und der hat halt so Special-Sachen, ja. Der hat extrem großen Hype. Hotline 5 habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Noch nicht? Nee, aber... Ah, der macht das auch so, ja. Ja, okay. Bei solchen Läden habe ich nur immer Angst, okay, die machen so Show, dies, das. Und dann ist Film scheiße. Ja, bei mir ist wichtig, mach den Cheeseburger erstmal gut. Hör auf, Trüffelsoße und Schlägerei und anzünden. Genau, wenn du die Basics hast, dann kannst du anfangen zu experimentieren. Aber ich mag das auch mehr, wenn so weniger auf der Speisekarte ist, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ja, ist mehr, aber. Absolut, genau, so sehe ich das auch. So, was ich jetzt sagen kann zu Burgerzauberei, um das jetzt mal hier auch ganz ehrlich abzuschließen, so wie das ist. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere diesen Burger. Ich würde den auf jeden Fall auch essen kommen. Es ist kein Smashburger oder irgendwas. Wenn ihr sowas erwartet, dann seid ihr auf jeden Fall falsch. Es ist so die Mitte zwischen einem rustikalen Burger und einem normalen Burger, so würde ich sagen. Die Buns sind ganz geil. Das Fleisch ist für mich das Beste auf dem ganzen Burger. Wenn man hierher kommt, bestellt euch einen Cheeseburger, sagt ein bisschen weniger Soße oder nur einmal Soße. Da waren gar keine Zwiebeln drauf auf dem Cheeseburger, ist mir aufgefallen, gell? Genau, also ich glaube, die benutzen gar keine Zwiebeln. Was gibt's allein von 10? Von 1 bis 10? Ich glaube eine 7,7. 7,8. Ich hätte auch eine 8 gegeben, so. Ja, also man muss überlegen, eine 7,7 ist schon sehr, sehr gut. Ja, deswegen ist es absolut fair. Und wenn man das mit Preis-Leistung und so rechnet, dann ist er eine 8. Und wie cool die Jungs sind, dann ist er eine 8,2. So. Das zählt alles für mich so ein bisschen mit. Aber nur der Burger ist eine 7,7. Ist lecker. 8, ja, stabile 8. Ja, ich würde auch sagen eine 8, ja. Also, Freunde. Wenn ihr diesen Burger mal probieren kommen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall auf Instagram abchecken, weil die stehen nicht jeden Tag am selben Ort. Ich glaube, hier stehen sie immer montags und dienstags. Das könnt ihr dann alle sehen auf Instagram. Mittwoch stehen sie woanders. Dankeschön. Danke, danke. Wir sagen danke, der Welt. Danke, danke. Mach's gut. Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Bye, bye. Ciao, ciao. Schönen Tag euch. Was man denen auf jeden Fall lassen muss, ist, es sind sehr, sehr freundliche. Einfach. Egal wie der Burger gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich komme wieder. Auf jeden Fall, als ich die Jungs, das muss ich mir jetzt noch kurz erzählen, irgendwie, was war da jetzt gerade? Schießerei, gell? Anscheinend oder so. Ja, ja, Schießerei. Im 11. Bezirk, ich habe noch gerade so gesagt, der 11. Bezirk ist nicht gefährlich, Katastrophe. Ich werde die Jungs jetzt in München rauslassen, weil es zu gefährlich ist. Ja, in diesem Sinne, Leute, danke auf jeden Fall. Kein Problem. Für Schreiben. Kein Problem. Danke dir auch, dass du dabei warst. Wie gesagt, Leute, wenn ihr auch Bock habt, mal mit Randy Burger essen zu gehen, wie schnell hat es geklappt? Wir haben gestern geschrieben, oder? Gestern haben wir geschrieben, ja. Seht ihr? Randy spontan. Maximal 2 Tage. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Joyous. Peace. BJ. BJ? Ja, ich muss das sein. Was ist das? Na, das ist für ein Freund nur. Du musst das sagen? Ja, ja, na, das ist so ein... Ein Insider. Insider, ja. Okay, den ihr ausgemacht habt, wenn du bei mir im Video bist. Nein, der ist schon länger. Ah, okay, okay. Der kennt dich nicht. BJ. BJ. Was heißt das? Diss ich mich selber damit? Nein, du dissst dich nicht selber. Okay.